Wie viele Zwerge sind aktuell ausgesperrt? 1, 2, 3, 4, 5. Nur 5? 6, 7. Plus die 10, die draußen gerade die Nachbarn angreifen, ne? Mit den Katzen ist das eh egal. Katzen sind immer sehr schmerzfrei. Nervig wäre es jetzt, ein Goblin-Angriff wäre jetzt voll doof, weil die mit ihren Spitzhacken, ich weiß, wie gut sie sich verteidigen können. Ne, das Zwergenkind ist wahrscheinlich auch nicht gerade die beste Hilfe. Ne, die Karawane wäre halt doof, weil die kann nicht handeln, dann sind die Zwerge schlecht gelaunt, weil wir nicht mit denen handeln wollen, das nimmt die gleich wieder persönlich. Und was ist jetzt dein Auftrag mit der Schubkarre? Ja, das hat aber nicht, ja, schade, hat nichts mit dem hier zu tun, ne? Auch nicht sehr sozial, der Typ. So, kann jetzt trotz Waiting for Construction. Okay, kann das jetzt hier jemand bauen? Das wäre voll super. Ich weiß nicht, wer sich berufen fühlt, aber so ein paar Zwerge. Guck mal, hier steht auch noch jemand. Und so ein Eisenhebel, der hat sich schon bereit. Irgendwann an diesem Hebel ziehen, nur weil er Lust drauf hat. Ach, guck mal. Wir können wieder Leute ausfragen. Ich weiß auch nicht warum. Worum geht's da? Ein Wester wurde. Ja, die Katze wissen wir doch. Das war doch genau. Olin. Was ist aus Olin geworden? Gibt's Olin nicht mehr? Also ich kann Olin hier drin auch nicht suchen. Das ist einfach. Also lass ich's. Dann wird der Fall halt nicht weiterverfolgt. Das Justizsystem hier nehmen wir nicht mehr ganz so ernst. So, noch geht's euch gut, ne? Oh Gott, okay, nicht ganz so gut, aber besser. Ach, da brauche ich nicht gucken, da kann gerade gar keiner schießen. Wir müssen so lange warten, bis diese Brücke. Da müssen wir die Brücke wieder neu anschließen. Ich weiß gar nicht, die Brücke war, glaube ich, angeschlossen an diesem Hebel, ne? Ne, das sind Floodgates dran. Ah, das sind die Floodgates hier. Aber wer war denn, wo war denn die Brücke angeschlossen? Ich dachte, das wäre auch hier oben gewesen. Nein, stimmt gar nicht. Die Brücke war angeschlossen hier. Hier steht auch Bridge Outdoor. Genau, die war hier angeschlossen, in der Küche. Damit man da relativ zügig rankommt, wenn da mal ein Koch in der Küche steht. Aber das tun sie ja gerade eh nicht. Weil wir so viel zu futtern haben, dass in der Küche gar keiner mehr stehen muss. Es explodiert ja alles vor Fressen. Apropos, wir können ein paar Slabs aufbauen. Slabs. So, da ist ein Platz frei. Für dich. Und für dich. Wieder zwei Geister weniger. Es ist noch kein Stein hier angekommen, ne? Ich weiß auch nicht, warum wir wieder auf 16 Frames runter sind. On Mission, okay. Noch. Das heißt, ihr seid aber noch nicht alle weg. Nö, Logem fehlt noch. Ja. Sind jetzt alle draußen, wollen die Nachbarn raiden. Können sie aber auch nicht, weil hier noch ein Typ steht. Ne, da sind ja jetzt 9 weg. Der 10. steht hier und kann aktuell nicht rausgehen. Weil die Brücke weg ist. Der erste sechs Stück brauchen wir. Ne? Wir brauchen 6 Rock Salt Blocks. Und wenn wir die haben, haben wir die Brücke wieder. Den Boden darüber zu bauen wäre genauso langwierig. Deswegen ist es egal, was wir machen. So.
Ein Feuerhumanoide mit Hörnern und Netzen in Cave 3. Oh, gegen die Schlange. Gegen Chor, die Riesenschlange, die seit Ewigkeiten hier drin rumdümpelt. Jetzt bewegt sich die Riesenschlange auch mal. So, Kampf der Biester. Die Schlange hat verloren. Das ist fies da. Das ist den Platz übernommen. Bleibst du jetzt stattdessen da stehen? Ich finde es genau, eigentlich finde ich schön, wie das ganze Wasser hier runterläuft. Ne? Ich hätte es schöner gefunden, wenn sich das irgendwie hier alles füllen kann. Aber das ist halt undurchdreh, also unauffüllbar, kann nicht gelöscht werden. Ein bisschen schade. So, der zweite von sechs Steinen ist auf dem Weg. So, sind jetzt ein paar Zwerge auf die Idee gekommen, vielleicht zu klettern. Hochklettern hier rum, wie auch immer. Irgendwie sind die jetzt weg. Ist ja kein Zwerg mehr da. Er hat sich bewegt, der Axtlord, dem ist langweilig, er kommt nicht mehr weg. Also er hat sich vier Felder nach rechts bewegt. Vielleicht ändert das jetzt ja gleich die Wegfindung, wenn er nicht vorher stirbt. Wir müssen ja optimistisch bleiben. So, die Miner suchen jetzt einen anderen Weg, den sie nicht mehr lang konnten. Haben sie jetzt irgendwo draußen rum. Das hilft nicht. So viele verwirrt herumlaufende Zwerge. Nö. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ach, das sind die Elfs. Ich glaube, wir haben noch keine Bücherei. Haben wir auch noch nicht, ne? Die müssten wir auch noch fertig machen. Eine Bücherei. Ich war auch irgendwo hier unten mal geplant, oder? Nee, war sie nicht. Hinten können wir sie nicht, hier nicht jetzt alles Magma und so weiter. Hier würde ich sie nicht bauen. Wenn, dann könnte man die irgendwo. Jo. Hier hinsetzt. Jetzt hast du eine Bücherei-Ecke, die man nehmen kann. Ja, theoretisch schon, ne? Ist alles ja leer hier unten wieder, ne? Taverne ist leer. Obwohl so viel hin und her läuft. Drei. Drei von sechs. Okay. Das ist theoretisch auch noch das Problem an dem Spiel. Es ist jetzt nicht so. Okay, theoretisch könnte man auch sagen, ein Zwerg packt die Schublade voll mit drei Steinen, fährt da hoch. Wäre schön. Wenn das nicht geht, wäre es cool, wenn sechs Zwerge sich vielleicht entscheiden könnten. Jeder von uns nimmt sich einen Stein, wir gehen jetzt einfach hoch. Und nicht, muss erst der erste Stein gebracht werden, dann der zweite Stein, dann der dritte Stein und so weiter. Man könnte solche Sachen dann viel schneller über die Bühne bringen. Klar, es werden mehr Zwerge für ein und dasselbe Projekt dann gebunden. Aber es geht halt dann um einige schneller. Das wäre doch schön. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Also warten wir auf die letzten drei Steine und hoffen, dass die Hose und das Kleid hier nicht dafür sorgen, dass die Brücke nicht gebaut werden kann. Wäre halt auch voll doof, wenn ihr plötzlich in das Suspended geht oder sowas, ne? So, du hast noch einen Stein? Nee, erstmal. Ich krieg die nicht angeklickt, ey. Muss hier. Sonst wäre sie nicht auf dem Weg hierher. Aber du nicht. Du holst irgendwas wieder aus dem Depot. So, jetzt haben wir Stein 4. Noch zwei. 66% geschafft. Und dann sollten wir
Weil die Zwerge noch retten, bevor sie verhungern. Wie geht's dir? Dir geht's gut. Du bist hungrig und gestresst. Und so lange mit einem Glasblock spielen. So, dem Kind hier draußen, dem geht's gut. Das Kind beschäftigt sich, indem es einfach Leichen durch die Gegend schiebt. Die Miner hier unten, der ist jetzt einmal quer um die ganze Festung rumgelaufen, dem ist einfach nur langweilig. Und dem anderen auch. Oder er genießt es gerade, von seinen drei Kindern Ruhe zu haben. So, immer noch vier. Wir haben kein Zwett. Ich weiß, es ist alles okay. Der hat so schlechte Laune, glaube ich, ne? Training Session. Führt er die durch? Kann ich Uwasch nicht theoretisch. Oh, warte mal, das können wir doch mal. Können wir mal umgekehrt gucken. Uwasch. Uwasch, nein. Uwasch da. Ist nämlich jetzt Zivilist. Jetzt brauchen wir jemanden, der Ex-Lord ist, aber keinem Trupp zugewiesen ist und Uwasch heißt, dass er sozusagen jetzt wieder Mitglied wird der Gruppe. Legendary Extra, Uwasch, Administrator, da, perfekt. Jetzt geht Uwasch wieder zurück, zieht sich seine Sachen wieder an. Wohl cool, dass er sich genau die Sachen wieder anzieht. Und hat gerade jetzt keine Beschäftigung mehr und steht da. Die Brücke hat jetzt fünf. Einer noch. Ein Stein noch und dann wird die Brücke auch nicht gebaut. So, geht Uwasch jetzt dann gleich zurück? Sind irgendwelche Leute gekillt, dass du einen Eigennamen hast? Kills, ja. Six Notable. Du hast einen Zwerg getötet. Das ist aber nicht gut. Also ich will mich jetzt nicht festlegen, aber Zwerge töten ist für Zwerge nicht gut. Du hast sechs Goblins getötet. Das ist okay. Ein Zwerg, ein Feuergeist, noch ein Zwerg. Goblin, Zwerg, Zwerg. Ach, du scheinst der Henker zu sein, ne? Deswegen die ganzen toten Zwerge. Ja, das ergibt Sinn. Das ist unser Henker. Ah, der letzte Stein. Und da muss noch der dämliche Architekt erst noch wieder loslaufen, um diese Brücke zu bauen. Es geht halt nicht anders. Und wir haben ganz viele Kätzchen schon wieder. Wir müssen mal wieder, glaube ich, Katzen schlachten. Baust du das wenigstens jetzt direkt? Ja, okay. Es braucht doch kein Architekt, diese Brücke. So, wenn die gleich fertig ist, können wir sie wieder verlinken. Mit dem in der Küche. Alles wieder so ist wie vorher, damit es keine Belege dafür gibt, dass hier irgendwas schiefgelaufen ist. Zwackschen, Flora, hier möchte ich gerne drei. Achso, ja, keinen Zugang zu irgendwelchen anderen Materialien als zu den Sachen, die hier draußen liegen. So, genau, räumen die Klamotten da weg. Und dann ist das gleich fertig. Auch wenn es oft nervt, eigentlich ist es cool, dass sie die Sachen da extra wegräumen müssen, dass das dann funktioniert. Es ist zwar immer wieder sehr, sehr nervig, aber eigentlich eine schöne Sache. Das erlauben wir die Sachen hier wieder. So. Fast fertig. Liegt doch fast.
Dann kommen die drei Goldblätter, dass es hier halt durchgängig schön vernünftige Linie ist. Dann kann diese Silberrampe da weg, die sowieso jegliche Optik stört. Und dann sind wir mit dem hier nämlich eigentlich fertig. Kriterien sind die Hamsterreste, die hier oben drauf liegen. Aber die haben ja nichts damit zu tun. Ach, den Amboss, den interessiert auch kein Schwein. Gembin, voller Edelsteine. Eine Kiste voll mit Edelsteinen. Und dann so, boah, nee, ist mir egal. Alter, Mädel, kannst du da bitte runtergehen? Ich weiß, du hast Hunger, aber du wirst noch viel länger Hunger haben, wenn die Brücke nicht gebaut wird. Die Konstruktion ist fast fertig. Geh da weg. Ich glaube, die kann unter dir nicht gebaut werden. Die wird jetzt gleich suspended. Und dann wartest du wieder ein paar Wochen, bis jemand aus dem Keller hier hochkommt. Und die so dämlich. Nein, doch nicht. Okay. So. Oh. Hm, was? Will ich nicht reinschreiben? Nö. Ich kann ja nicht schreiben. Was habe ich denn da mal? Irgendwas läuft hier schief. Immer noch. Link. Mit da. So. Damit ist die Brücke fertig. Und ich wollte hier ein Steinchen wegnehmen. Damit sozusagen, wenn jemand hier hinkommt und hier dann doch, dass er nicht einfach hier einmal ran, einmal hochgeklettert, direkt hier rüber ist, sondern keine Ahnung, dass er weiterklettern muss. Ich weiß nicht warum. Damit ich mich persönlich einfach besser fühle. Wir sind auch alle Zwerge direkt auf dem Weg nach draußen. Ein Geist wurde zu gut gebettet, das ist sehr schön. Ein Geist, wie gesagt, weniger. Dafür stellt man die ganze Zeit immer diese komischen Slaps her. Jetzt kann der letzte Soldat, müsste jetzt auch auf dem Weg sein. Der dürfte hier unten nicht mehr voll auf der Treppe stehen, oder? Nein, der ist weg. Der ist jetzt auch gegangen, weil der Weg einmal weg war, konnte danach neu berechnet werden, auf die Art. Jetzt kommen plötzlich nämlich auch die hier ran, holen die Sachen ab. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Ich kann halt einfach nicht genau sagen, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Nächster Geist. Sind wir jetzt alle Geister los? Nee. Ushria ist noch da. Der ist hier draußen.